Ja, wer wird nicht Humormillionär sein? Zukunft und Freude ist sicher eine Grundbedingung, auch zum Millionär werden, weil Geld ist ja nicht alles. Der Berufswahl-Event im ganzen Land in der Flumserei hat einmal mehr wieder gezeigt, wie man zu einer Freude könnte kommen. Mindestens hat man dort die Auswahl gesehen, wo man sich da könnte bewerben. 60 Lehrfirmen mit über 80 Lehrberufen aus Industrie, Gewerbe, Dienstleistung, Wald und Landwirtschaft haben sich dort präsentiert und den Schülerinnen und Schülern wirklich einen hautnahen Einblick gewährt. Der Markus Oth hat mit den Lernenden, den Schülerinnen und Schülern gesagt, auf was es denn eigentlich ankommt. Herzlich willkommen im Namen vom OK, vom Berufswahl-Event, heissen wir euch hier in der Flumserei willkommen und freuen uns, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Bevor ihr könnt in den Rundgang gehen und eben die verschiedenen Berufe anschauen, Fragen stellen, haben wir Lernende und eine Berufsbildnerin hier auf der Bühne, die aus ihrer Sicht einmal den ganzen Berufswahlprozess euch weitergeben und vor allem auch erzählen, was sie so für Erfahrungen gemacht haben. Sie können sich jetzt zuerst einmal vorstellen mit Namen und was für einen Beruf das sie lernen tun. Ich bin Giulia Carpenedo, arbeite als Tiefbauzeichnerin bei Statik Ingenieurbau und bin dort auch Berufsbildnerin. Ich bin Balancelik, ich mache Anlagen- und Apparatenbauer beim Bartlett im ersten Lehrjahr. Ja. Ich bin Matthias Rutzer, ich mache die Lehre als Polymechaniker und bin auch im ersten Lehrjahr und beim Bartlett. Ich bin der Lukas Herz, ich mache die Lehre als Polymechaniker in der Sitzmechanik, bin auch im ersten Lehrjahr. Ich bin Marina Weishaupt, ich arbeite als FAG, also Fachfrau Gesundheit, in der Spitexer ganzer Land. Ich bin der Nikola Radosevic und mache das KV bei St. Galler Kantonalbank zu Ragaz. Wenn wir natürlich wissen, wie das gekommen ist, dass Sie die verschiedenen Berufe ausgewählt haben. Ja, Nikola, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Ja, eigentlich, ich habe eigentlich nie wirklich gewusst, was ich eigentlich machen wollte. Und dann durch das Schnuppern habe ich dann für mich entschieden, dass eigentlich das KV für mich das Richtige ist. Und dann bei der Bank also hat es mir dann eigentlich besonders gefallen und dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich es gerne bei der KB Zergatz mache. Ich habe auch recht viel geschnuppert und bin in verschiedenen Institutionen gewesen und bin dann in der Spitex gelandet. Das wollte ich von Anfang an nicht so, aber bin per Zufall gegangen und mir hat es so gut gefallen, dass ich sagen musste, das ist es für mich. Ja, ich bin viel geschnuppert und nachher hat mir der Beruf Polymech super gefallen und das Klima in der Sitz hat mir auch gut gefallen, dann habe ich mich dort beworben und nachher habe ich es bekommen. Ja, ich bin auch sehr viel geschnuppert. Meine Mutter hat in einer Polymech-Firma gearbeitet, dann bin ich auch dort Ferien schöppeln. Dann habe ich gemerkt, dass mir der Beruf relativ gut gefällt, aber habe trotzdem noch ganz viel anderes geschnuppert, aber am Schluss ist es doch der Polymech beim Bartolet geworden. Ich hatte zuerst ziemlich viel in die Chemie geschnuppert, weil ich ziemlich sicher war, dass ich etwas in Richtung Chemie, Physik, Biologie machen will. Laborant hat mir ziemlich gefallen, aber später habe ich gemerkt, das ist irgendwie wirklich nicht etwas für mich. Und dann habe ich mehr handwerkliche Berufe geschnuppert und dann ist mir Anlage- und Apparatenbauer mal empfohlen worden und es hat mir sehr gefallen. Gut, jetzt wollen wir noch weiter bei den Lernenden bleiben. Ihr habt ja den Prozess auch erlebt, den ihr jetzt mitmacht. Wir sind jetzt dran am Anfang des Berufswahlprozesses. Was sind denn vielleicht so die Schwierigkeiten oder eure spezielle Wege im Berufswahlprozess? Wie hast du das erlebt? Die Schwierigkeit war, ja genau, wissen, welchen Beruf. Es hat so viele und so viele Fachrichtungen. Und ich bin wirklich am Ende war, ich habe so viel geschnuppert, so viel angeschaut, bin gestresst worden. Aber im Endeffekt habe ich es einfach, habe mich beruhigt, habe viel mehr geschnuppert und bin im Endeffekt auf den Beruf gekommen. Mir waren Schwierigkeiten gewesen. Ich habe zwar von Anfang an gewusst, dass ich etwas Handwerkliches machen wollte, aber nicht, ob ich es mit Holz oder Metall und so. Aber am Schluss haben wir dann doch das Metall überzogen. Ja, ich wollte eigentlich zuerst Forstwart werden, aber nachher habe ich Polymech geschnuppert und das habe ich gewusst, dass mir das viel mehr gefallen hat. Nachher habe ich halt Polymech gemacht.
Also ich habe auch gestartet in der Oberstufe mit Schnuppern und wir haben auch immer in der Schule, was ihr sicher auch machen müsst, also verschiedene Einschätzungen, passt ihr ins Soziale, in die Wirtschaft. Und dort ist bei mir schnell klar geworden, das Soziale, und dann hat mich da der menschliche Körper noch so fasziniert und das Medizinische. Und dann ist eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass ich Fachfrau Gesundheit mache. Eben, wie schon gesagt, ich habe eigentlich auch wirklich nie eine Ahnung gehabt, was ich wirklich mal später machen will. Ich habe nur gewusst, ich habe sehr gerne Kontakt mit anderen Leuten. Und dann durch die Schnupperwoche, die wir dann in der Oberstufe hatten und durch noch andere Schnuppertage, bin ich dann verschiedene Berufe schnuppern, zum einen Informatiker, Konstrukteur und dann auch das KV in verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel der Gemeinde oder auch Industriebereich. Und dann schlussendlich hat es mir dann bei der Bank wirklich am besten gefallen. Und dass die Lehre dort auch so abwechslungsreich ist, dann ja, hat es mich halt eben überzogen gehabt, sage ich mal. Und dann war eigentlich mein Entschluss fest gewesen, dass ich gerne dort die Lehre machen würde. Jetzt hören wir mal hören, was denn da Berufsbildnerin zu dem ganzen Prozess sagt. Wenn ihr euch bewerbt oder wenn ihr schnuppern geht, dann habt ihr mit Berufsbildnern zu tun, die zuständig sind für die Lehrlinge, für die Lernenden. Und da ist natürlich die Frage, ja, auf was ihr läuft, wenn ihr bei euch abfällt, also ob ihr schnuppern oder sich bewirbt. Also bei uns ist es eigentlich ganz normal, man läutet zuerst an. Man darf schnuppern kommen und dann machen wir einen Termin ab. Und nachher ist vor allem das Wichtigste euer erstes Auftreten. Also wenn ihr ins Büro reinlaufen, schaut, dass ihr passend angelegt seid. Jetzt wie bei uns im Büro ist es eigentlich, wenn ihr in die Schule gehen würdet. Und wenn ihr auf den Bau geht, halt ein bisschen gescheiteres Zeug für auf den Bau anlegen. Und natürlich für jeden Beruf wieder einzeln anschauen, dass ihr euch richtig anlegt. Und nachher kommen wir rein und sind fröhlich, dass ihr da seid. Also setzt ein Lächeln aufsetzen und dann ist eigentlich schon sehr viel gemacht. Weil wenn ihr mit einem Latsch reinlaufen, dann macht es nicht so einen guten Eindruck. Und der erste Eindruck zählt enorm. Und nachher stellt sehr viele Fragen stellen. Es gibt keine dumme Fragen, stellt Fragen. Weil das bleibt am Berufsbildner. Wenn der Berufsbildner sieht, der war interessiert, der hat sich wirklich interessiert für einen Job, dann hat er einen guten Eindruck. Weil wenn er einfach nur dort hocken und das machen, was gesagt wird, dann bleiben ihr nicht positiv in Erinnerung, sondern ihr seid einfach einer von vielen Schnuppern. Also schaut, dass ihr mit so kleinen Sachen könnt aus euch raus und am Berufsbildner oder auch allgemein am Geschäft einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn es dann um die Auswahl geht, auf was schaut ihr am Schluss am meisten? Die Noten oder das Auftreten? Was ist das Nummer eins? Also die Noten werden sicher auch angeschaut, ob die Person überhaupt geeignet ist für unseren Job, wo jetzt eher ein bisschen mathematisch und ein bisschen Vorstellungsvermögen ist, wo jetzt weniger auf die Sprache geschaut wird. Und wenn man dann dort in der Sprache nicht so gut ist, bin ich auch gewesen, ich bin in der Sprache miserabel gewesen, dann ist es nicht so schlimm, wenn man dort einmal nicht so eine gute Note hat. Aber sonst ist vor allem der Auftritt, wenn er sich mit Schnuppern benommen hat, eben Interesse gehabt hat, und wie dort sein Verhalten war, passt er in unser Team und. Das sind eigentlich, das meiste macht man mit Schnuppern. Am meisten Positives. Und auch wenn die Noten vielleicht nicht so gut sind, nicht Fünfer überall, ist nicht so schlimm. Tun euch einfach dann mit Schnuppern ein bisschen mehr Mühe geben und dann kommt dann das schon gut. Weißt du, von anderen Berufsbildern ist die anderen Berufe anders oder ganz ähnlich wie jetzt bei euch? Also bei anderen Berufen weiss ich jetzt gerade vom KV, die müssen sie noch ein bisschen mehr dazulegen, mit dem Multi-Check oder wie das heisst. Und bei uns ist es eigentlich ganz normal, einfach normale Bewerbung. Und wie ich jetzt auch von anderen Berufen schon gehört habe, alle Berufsbildner schauen schlussendlich ein bisschen auf das Gleiche. Die einen schauen ein bisschen mehr auf die Noten, die anderen ein bisschen weniger auf die Noten. Also von dem her, einfach ihr euch selber sein. Jetzt, die Lernenden, die auf der Bühne sind, die haben den Prozess, den ihr jetzt macht, bereits hinter sich und sind noch nicht vor allzu langer Zeit. Darum hören wir mal jetzt noch rein, was haben Sie für Erfahrungen, respektive was geben Sie euch für Tipps, auf was würden Sie, wenn Sie das nochmal machen möchten, müssen machen, besonders achten? Dass man so viele verschiedene Berufe und Fachrichtungen wie möglich anschaut, weil ich habe mich viel zu früh entschieden, ich habe monoton in eine Richtung geschnuppert. Und ich habe es ganz knapp am Ende noch bemerkt, dass das gefällt mir einfach nicht. Viel zu wenig schnuppern, einfach viel schnuppern und ja, immer dranbleiben.
Ja, also gehen sicher genug früh schnuppern. Und wenn ihr dann uns wirklich sicher sind, dann bewerben wir euch auch, bewerben, weil die Lehrstellen gehen heutzutage noch relativ früh weg. Ja, wir müssen früh schnuppern gehen und nachher, wenn ihr die wissen, was ihr machen wollt, gehen in verschiedene Betriebe und schauen dann, wo es euch am besten gefällt, wo das Arbeitsklima am besten ist und dann können die Bewerbung rausschicken. Wenn ihr einmal den Beruf habt und euch am Überlegen seid, welches Geschäft soll ich jetzt nehmen, schaut vielleicht auch, wo muss ich in die Schule bei diesem Geschäft oder wo muss ich in die UK. Weil es nervt euch dann sehr, wenn ihr zweimal in der Woche auf Bern runterfahren müsst, jeden Morgen. Ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt sowieso schon hier zu Flums sind am Berufswahl-Event, dann würde ich probieren, den Tag wirklich gut zu nutzen und die verschiedenen Berufe und verschiedenen Branchen wirklich genau anzuschauen. Schauen, was euch interessiert und dann, wenn ihr offene Fragen habt, würde ich so viele Fragen schon mal stellen, wie ihr gerade habt, dass ihr schon mal möglichst viele Erfahrungen halt über den Beruf sammeln könnt, sage ich mal. Danke vielmals und ich nehme das gerade auf von Nicola. Jetzt haben wir wirklich die Chance und Gelegenheit, hier die regionalen Betriebe, die regionalen Berufe anzuschauen. Nutzt das. Jetzt noch für die Lehrerinnen und Lehrer, es ist ein neuer Rundgang, ihr müsst nicht runtergehen, jetzt links, Schüler links umschicken, dass links dann führen könnt und nachher erst in die Halle. Wir wünschen euch viel Spass, viele interessante Begegnungen und geniessen den Tag.